Jo Leute und willkommen zum neuen Part von Mario Kart 8 Online. Und wir haben mal wieder ganz frische und niegelnagelneue Nintendo NX-Gerüchte. Und ja, bevor wir die Nintendo NX-Gerüchte machen, machen wir noch eine Neuigkeit zu den Nintendo Mini NES. Und zwar gibt es den Modus, dass man ihn mit 60 Hertz laufen lässt, also wie damals halt eben am Fernseher. Hat auch mehrere Darstellungsmodusse, wie zum Beispiel 4:3 Modus. Was haben wir noch? Den 256er mal 224er Pixel Modus und den 720p, also Full HD Modus. Ja, Full-HD-Modus gibt's, das ist eigentlich dann 1080p. Ja, mehr gibt's auch eigentlich nichts dazu zu sagen. Aber ich werde es mir wahrscheinlich holen. Werdet ihr euch auch holen? Schreibt's doch in die Kommentare. Ey, hau ab. Hau ab, du Spinner! Gut! Nintendo NX-Gerüchte. Ja, wer freut sich da nicht? Also, laut einem Händler soll die Nintendo NX 400 Euro kosten. Also dieses Gerücht ist ja schon oft aufgekommen und ich glaube auch, dass die wirklich 400 Euro kosten wird. Aua. Also da bin ich mir doch ziemlich sicher, woran ich mir nicht sicher bin. Ist, dass die am 13. Dezember erscheinen wird. Also wenn das kein Freitag ist, dann wird sie auch dort nicht erscheinen. Mann, was war ich für eine Scheiße eigentlich. Wieso hat jeder hier einen Stern, Mann? Ich will auch einen Stern. Ja, klar. So. Komm, überhol. Ja. In der letzten Runde werde ich immer zerstört. Egal was ich tue, ich werde immer zerstört. Wow, super echt. Also ich. Was soll ich denn mit dem Stern machen? Ja, natürlich. Leck mich am Arsch! Was soll denn das? So ein Scheißdreck ohne Kark. Der Händler heißt Tesco. Und nach kurzer Zeit, ich glaube nicht mal nach 15 Minuten oder so, wurde sofort die Seite von Nintendo gesperrt. Ja, ob da was dran ist, weiß man nicht. Werden wir erst bei einer Nintendo Direct wissen, die vielleicht am Aua. Dankeschön. Die vielleicht am 21. Oktober veröffentlicht wird. Warum? Naja, so ganz schlaue Typen haben sich mal wieder Gedanken gemacht und haben gesagt, gute Begründung, passt auf. Ja, an Oktober, aua, war bis jetzt immer, wenn eine Direct kam, wichtige Informationen drin. Zum Beispiel wie Super Smash Bros. Für die Wii U. Super Mario 3D Land angekündigt wurde. Was und ein Animal Crossing New Leaf, glaube ich. Ja, angekündigt wurde. Alles an Oktober. Und ja. Jetzt Moment, ich war aber Super Smash Bros. Ah, DLC. Tut mir leid. Ja, ehrlich gesagt, kann das schon sein, dass es an Oktober wird es sicherlich kommen. Wenn nicht, dann wäre ich aber schon traurig. Ob es am 21. ist, keine Ahnung. Also, das vermuten sie am 21., aber da lasse ich mich mal überraschen. Was ich eh schwasse. Warum soll es unbedingt der 21. sein? Klar, alles wurde am 20. Oktober, den 29., 25., 21. Vorgestellt. Kann jetzt nochmal sein, dass es nochmal der 21. ist, aber... Abwarten und Tee trinken, Leute! Ja, mehr News und aua, Gerüchte habe ich nicht. Ja, weiß nicht, in der letzten Zeit, oh, Alter, ich gehe gleich echt heulen. In der letzten Zeit ist irgendwie nichts los, von Gerüchten her. Nichts Neues, nichts Besonderes.
Komm schon. Jawohl, drei Pilze. Ich werde jetzt gewinnen mit drei Pilzen. Der eine hat ja nur einen Goldpilz und die alle anderen auch. Egal. Oh. Ist aber komisch. Gut, dann würde ich sagen, das war's, meine lieben Leute, von diesem Part. Lasst eine Bewertung da und das sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.